So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hades. Wir haben beim letzten Mal einige unserer Verbindungen mit den anderen Charakteren aufgebessert. Und jetzt gehen wir doch einfach direkt wieder runter. Wir wollten mit welcher Waffe runter? Aus der Speer? Nein, es war das Schild. Na, tatsächlich. Das, mit dem ich am wenigsten gut zurechtkomme. Na gut, okay. Sollte tatsächlich... Genau, das hier wollten wir versuchen. Die funkelnde Feder. Wird zwar vielleicht nicht auf Anhieb klappen, aber warum nicht? Ich meine, hey, man kann es versuchen. Okay, das sollte machbar sein. Versuchen wir es. Ich bin ja mit dem Schild absolut grottig, von daher... Die infernalen Arme sind sealed away for a reason, boy. Your curiosity exceeds your common sense. But heed my words. You stay away from those accursed things. Ach, wieso denn? Ich komme doch echt gut damit zurecht. Und natürlich erstmal Athene. Macht ja Sinn. Macht ja absolut Sinn. Keep fighting, cousin. Fight from out of that eternal gloom. I trust you'll be joining us upon Olympus shortly. Nee, wahrscheinlich nicht, aber egal. Oh, der Spurt. Sehr schön. Da sage ich nicht nein. Nope. Das wird natürlich nicht funktionieren. Moment mal, direkt ein weiterer Athene-Segen? Da! Meine Güte, ich und meine Dodge-Timings, ne? Any other boons for me? Na gut, das ist zwar jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll's. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten abzulenken, das ist doch schon mal nicht schlecht. Echt jetzt? Ach du meine Güte, man merkt, dass ich mal wieder ein paar Tage nicht gespielt habe. Wir brauchen auf jeden Fall die Edelsteine. Einfach aufgrund der Tatsache, weil wir ja noch alles Mögliche an Scheiß kaufen müssen. So, was kommt jetzt noch? Noch mehr? Ja, natürlich doch. Und noch mehr Edelsteine. Warum denn nicht? Ah, da hinten ist noch einer. Ich habe mich gerade gewundert. I'll hang on to these. Moment, bist du? Bewegungsgeschwindigkeit 2. Ach, wie ist das mit der Feder denn nochmal? Ich muss mit der Feder ausgerüstet, glaube ich, einen... Du hältst eine größere Unbewegungsgeschwindigkeit, wenn du einen Schuss schnell bestehst. Ausweichchance. Ah, ich muss schnell sein. Ah, ja, okay. Ja.
Vielleicht bitte in die richtigen. Ah! Ja, das kann ja nur zu langsam gewesen sein. Eieiei, ist das scheiße. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich das in diesem Durchlauf schaffen werde. Natürlich zählt das alles nicht als schnell genug. Meine Fresse. Yay, das zählt. Okay, sehr schön. I salute you, Uncle Poseidon. Your strength and confidence inspire me, and you accepted me as part of the family without question. It means a lot. Oh, nephew, but you needn't shower me with offerings and praise, you know. Why, I have no need of showering at all. Not when I have the sea itself to do with as I please. Okay. Poseidon ist fast so hoch wie Zeus. Jetzt noch fehlt sind Dionysos und Ares. Meine Güte. Dass ich Dionysos noch nicht gemaxt habe, ist mir echt peinlich. It's likely, little Hades, that you currently reside just underneath one of my boundless seas. Normally you'd have to be submerged to use this power, but you know what? Close enough. Okay. Okay, das ist doch ganz nett. Damit hätte ich die Möglichkeit, vielleicht die Feder ein bisschen stärker zu machen. Von daher sag ich mal nicht nein. Noch jemand? Ja, natürlich alles so. Das zählt natürlich nicht, wenn so viele Gegner kommen. Das ist natürlich bescheuert. Heilen brauche ich nicht. Gehen wir doch gerne mal zu Meister Chaos. Ich bin immer froh, Geschäfte mit dir machen zu können, Meister Chaos. Oder mit euch. Ich sage es besser so. Hm, okay. Dann Angriff. Oh, Angriffsboost. Oh, Mama, da sage ich nicht nein. Und dafür nur meine Blutsteine nicht einsammeln dürfen, das ist ja mal absolut ein No-Brainer. Feast for Aegis. The power of Hermes. Das hat tatsächlich noch gezählt. Erstaunlich. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Das hat auch gezählt. Okay. Vielleicht kann ich es ja doch tatsächlich schaffen.
wieder gezählt. Sehr schön. Das gefällt mir so doch bis jetzt richtig gut. Und jetzt noch mehr Schaden auf meinem Schild, ja. Wie viel sind wir denn? 6%. Ich glaube, auf 20 müssen wir für das Achievement kommen. Halte Spezialität zum Aufladen. Ach, das sind jetzt alles nicht so wirklich. Stierlauf. Nee. Ich halte mir zumindest mal diese Möglichkeit offen. Halte ich nicht viel von diesen Upgrades. Oh, hi. Ja, sehr schön. Oh, hey, Redblood. You're back for more. I like that stubborn stupidness about you, honestly. If only I could keep you alive even longer this time. Why, are you planning to kill me with insults this time? Haven't decided how just yet. This girl likes a little spontaneity. Das ging trotzdem enorm schnell, würde ich sagen. Athenes Beistand ist halt wirklich enorm heftig. Und das zählt! Das hat für die Feder gezählt. Huh. Okay, vielleicht kann ich das ja tatsächlich schaffen. Let's hear it, Father. Heißt jetzt aber auf jeden Fall, ich muss die Feder auch drin behalten. Das heißt, kein Austauschen. Broke out of Tartarus. Thank you. Na gut, wir haben noch komplett Asphodel, Elysium und den Tempel des Styx. Ich gehe mal davon aus, dass es machbar ist. Wenn ich mich nicht total bescheuert anstelle. Versuchen wir es einfach mal. Ja, kommst du runter? Halt, bitte in die richtige Richtung. So, wo bist du? Es zählt noch, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich kann ja momentan relativ unproblematisch Schaden ein bisschen tanken, einfach weil ich so gute Möglichkeiten habe, Angriffe zurückzuschleudern durch Athenes Schutz. Und im Prinzip kann ich so durchverzerken, wie ich es mit den Klauen mache. Bleibst du hier? So, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Komm schon, der Rest! Wo ist der Rest? Ach komm! Oh, eine Tür. Blöder Sack! Ja, das zählt garantiert nicht mehr. Und das nur, weil dieser Arsch meint, er muss sich irgendwo verstecken. Nein, das hat natürlich nicht mehr gezählt. Ach, fick dich, du blödes Arsch. More bloodless. So, wo sind die restlichen? Da.
hier. So ist der Rest. Wenn so viele Wellen über einen großen Bereich kommen, dann ist es enorm schwer, das zu machen. Na gut. Versuchen wir es. Ach, das Boot. Time for another voyage aboard the boat. Ja. Mehr. Nein, Unverwundbarkeit ist jetzt das Letzte, was ich gebrauchen kann. So, jetzt bleibt ihr bitte beide an der gleichen Stelle. Das zählt tatsächlich. Ich glaub's ja nicht. Wir sind bei 9. Ich glaube, 20 müssen wir kommen. You've met Athena, dearest, so you know not all the ladies on Olympus are alike. And I, for one, am grateful to our forebears for that. Okay. Da sage ich nicht nein. Hey. Scheint so, als wärt ihr zwei weitergekommen. Listen here a moment, Hades kid. Look, I thank you from the bottom of my heart for bringing Orphe back to me again and everything. Orphe! Eurydice, you're more than welcome, really. You've helped me through the flames of hell time after time. Least I could do is coax old Orpheus out of his private pit of despair so you and he could set things right between the two of you. Well, you're a real sweetheart, hun. You'll still be seeing Orphe all the time around your house, but now I get to see him too. Nice having something to look forward to, you know? Bet someone out there feels that about you. Here you go. Oh, that's good. Ah, sehr schön, wir können hier direkt Ambrosia geben. Eurydice, I was thinking maybe this would benefit your culinary practice. Here, please. Whoa, this is ambrosia. Hard to come by this stuff around here. You sure I can have this? Natürlich doch! Absolutely. Least I could do for all your friendship and support. Always happy to hear your voice when I'm out here. Sehr schön! Okay, bei Sisyphus müssen wir noch schauen, wie wir weiterkommen. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wir dürfte bei Sisyphus ein bisschen mit dem Stein zusammenhängen. Vielleicht müssen wir einfach dem Stein genug Nektar geben. Könntet ihr vielleicht irgendwo so spawnen, dass ich nah an die unproblematisch an euch... Oh, natürlich. Natürlich doch, blödes Viech, ne? So, wo bist du? Ah. Time to collect. Okay, wir sind bei 10% jetzt, ne? Ja, ich will runter. Ja, bei 10%. Okay. Shiny. Vielleicht können wir den Bonus bei Hermes irgendwie vernünftig boosten. Ach du meine Scheiße, jetzt sind wir schon beim Ende, ne? Yep. Why, look at you there, boss. I recognize that fancy plume you got. Just an iota of my speediness in there. But still, much more than most can do.
I would like none of these. Oh. Das ist ja mal ein nützliches Nebengeschäft. Okay. Schauen wir doch mal. Vielleicht kriegen wir Lernie ja einigermaßen schnell kaputt. Auf der Plattform ist... You really didn't have to reconstitute yourself just for my sake. So. Lass kommen, Schild weg. You hear me, Dusa? Jo. Komm, Lusa, einfach so viel drauf schießen, wie du kannst, okay? Oh, ernsthaft? Das zählt als das Scheißteil war im Weg? Willst du mich verarschen? Moment, das will ich jetzt aber echt mal... Es zählt noch, okay. Ich hab von hier geschossen. Ha. So hat das wahrscheinlich gezählt. Okay. Wirklich so ziemlich das Einzige, was ich an dem Spiel wirklich manchmal nervig finde, wie häufig ich aufgrund der isometrischen Perspektive irgendwo dumm hängen bleibe. Come forth, fishes. Aber um ehrlich zu sein, kann ich dem Spiel das wirklich vorwerfen, einfach nur, weil ich wirklich überall hängen bleibe? Das ist eine Macke von mir. Das passiert auch im echten Leben. Ich würde es auch auf einem absolut ebenen Boden noch hinkriegen, festzuhängen. So, tauschen wollen wir auf jeden Fall nicht. Hä? Eieiei. Ja, wir haben mehr als genügend Geld und mit dem Bonus-Damage schaffe ich es vielleicht, mehrere von den Räumen schnell abzuschließen. Das wäre ja sehr günstig, wenn ich das schaffen würde, um auf die 20% zu kommen. Wir sind bei 11, meine Güte. Den Apfel bitte. Wahrscheinlich hätte ich echt mehr auf diese göttliche Attacke betten sollen, anstatt auf den Spurt. Nimm mal die Finsternis. Dankeschön, Pfeile. Sehr nett von euch, mir zu helfen. Wie um alles in der Welt hat dieser Pfeil bei ihm keinen Schaden angerichtet. Natürlich steht ihr voll zwischen den Pfeilen. Oh, jetzt komm schon. Wo ist er denn? All clear. Das hat bestimmt nicht gezählt, ne? Ach.
Blödes Drecksgezücht, ey. Wie ich die Gegner im Elysium hasse. Ah, Göttergericht. Nehmen wir das mal. Ja, das kann der Ozean tatsächlich ziemlich gut. Ja, bitte helfen. Los, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das zählt, sehr schön. Und die Feder ist aufgelevelt, das heißt, wir sind jetzt bei 13,1%. Fits of anger come and go just like the tides, nephew. Now take this from me and get out of here. Schnellere Zähleraufladung. Das ist nicht sinnvoll. Schauen wir doch mal. This one. Moment. Versucht Bonusschaden an Rüstung. Das nehmen wir auch mit. Wer ist denn Asterius? Ja, Asterius. I heard you had again entered Elysium. At last. Hält das als Bonusschaden, den er dann auch am Ende des von Elysium haben wird? Jetzt sind wir bei 14. Ach komm, lass ich nicht direkt runter. 14,2. The surface here eventually, Zagreus. And I look forward to our meeting when you do. Ooh. Zufügst oder nimmst? Eieiei. Shocking. Du meinst es gut mit mir, Onkel Zeus. Natürlich doch. Oh, jetzt bleib doch stehen, du blödes Aas. Oh. Natürlich, komm her, du blöder Sack. Diese Arschgesichter meinen, sie müssen so lange wegrennen. Ach, nerv. Man so viel Schaden und dann reicht's nicht. Was ist das?
Fickt euch doch! Ich tu permanent dashen und angreifen. Ich hasse euch! Und zwar allesamt! Sag mal, jetzt hört halt auch mal auf, wie viele spawnen denn da noch? Alter Schwede, ey! Man kann's auch übertreiben! Jetzt dürften wir bei 15,3%. Ey, ey, ey. Wirklich irgendwie alles als Treffer, ne? Euch Schildmastiker so sehr. Fick dich, du Spastiker! Power of Olympus. Powered up. Ah, wie ich diese Arschgesichter mit ihren Drecksschilden hasse. Keiner von euch regeneriert. Oh, drei Wellen? Sind wir bei 16,4. Perfekt. Das ist quasi genau das, was ich jetzt brauche. Das ist wirklich genau das, was ich für meinen momentanen Spielstil brauche. Okay, der Shop, definitiv. Das hier, einmal das hier, göttlicher. Jo, vielen Dank, Aaron. Well, Worm, come fight us, I suppose, and take fullest advantage of the havoc that you sowed. We are no team. We're merely two combatants, simultaneously booked to be here now. Aww. I think you're overreacting here. Try to be reasonable, and be more considerate about my point of view. Don't think I'm asking for too much. You're asking the impossible of me. But let us fight. Let us lose, I'm sure. Because if we are not a team, what are we then, Asterius? Man könnte fast Mitleid mit ihm haben, wenn Theseus nicht ein absolutes Arschloch wäre.
King. Lady Artemis, make my strength be true. Whose side is she on? Momentan gerade die sein auf jeden Fall. Oh, du und dein nerviges Schild, ne? Wenn das jetzt zählt, dann wäre ich sehr dankbar. Und es tut es, sehr schön. Wir sind bei... Also gut, drei Räume müssen wir noch schaffen. Should be useful. Jo, nehmen wir doch alles mit. One more stop. Irgendwie ist die Feder so ein bisschen das Gegenteil vom aufgespießten Schmetterling, fällt mir gerade auf. Ich meine, mit der Feder geht es nur darum, so schnell wie möglich zu besiegen. Und mit dem Schmetterling geht es im Prinzip nur darum, keinen Schaden zu... Ach, meine Güte. Keinen Schaden zu nehmen. Too many questions about me or my professional associate down there. I hand souls over to him and that's it, you understand? Ja, ich stelle kein... Oh! Sehr schön, danke! Das könnte noch nützlich sein. Zack. Dankeschön. So. Nochmal Poseidon. Ja. Es zählt wahrscheinlich erst, wenn ich am Ende vom Ding angekommen bin. So muss ich komplett durch. Ich merk's schon. Los, komm. Vielleicht schaffe ich das. Komm schon. Ich will da raus. Hallo. Geh jetzt bitte tot. Komm, geh tot. Wo kommt das nächste her? Ah. Okay, das zählt tatsächlich noch. Krass. Ja, aber das geht natürlich erst am Ende von so einem Ding. Zwei Räume müsste ich so noch schaffen. Ich meine, warum nicht? Wir brauchen die Heilung, von daher... Jo, den nehmen wir doch mit. Na los.
and by this. Victory. That's on offer here. Yup, wir nehmen. Okay. Delicious. So, dein Angriff ein bisschen stärker. Eine zusätzliche Todesverachtung, dann kann ich wieder ein bisschen rücksichtsloser sein. Okay. Komm schon, das schaffen wir. So, weiter. Doch, da kommen wir raus. Not yet. Los, komm, das schaffen wir. Natürlich stark abhängig davon, was für ein Boss da am Ende kommt. Komm schon, komm schon, komm schon. Gift hört ja automatisch aus, sobald es fertig ist. Was ist es? Oh, na toll. So, das muss aber auf jeden Fall zählen. Sehr schön. Damit sind wir... scheiße. Also einen Raum müssen wir auf jeden Fall noch schaffen. Dann hätten wir die 20%. Was nice wäre... Geld. Hier. So. Und weiter. Bitte nicht überall dieses Zeugs hinkotzen. Das kann ich nicht haben. Los! Ja, ich weiß, was... Ich bin... Ach du meine Scheiße. Drecksviecher. Hörst doch auf mit deinem scheiß Gift! Hallo, trinken bitte! Oh, hör doch auf mit dem Gift, du blödes... Yay, ich hab's geschafft. Da unten ist das Achievement hochgepoppt. Ich hab nur meine Todesverachtung geopfert. Eieieiei, das ist nicht gut. Okay. Going back. To keep looking down those passageways. Okay, zumindest kann ich mich mal ein bisschen heilen. Und Aphrodite kann, wenn ich mich nicht irre, ja auch Todesverachtung wiederherstellen. Wenn sie in großzügiger Laune ist.
So, weiteren Schaden durch das Gift riskiere ich allerdings nicht mehr. Wo ist denn dieser Blöde? Hä? Ah, ich hab den jetzt total nicht gesehen, da unten. Halt immer noch erstaunlich. Schwacheffekte sind wirkungsvoller. Ja, doch, das passt so. Aber dass ich doch jetzt tatsächlich durch alle Räume durch muss, ist erstaunlich. Na gut, mehr Möglichkeiten, mir Todesverhaftung nachzukaufen. Natürlich. Oh, ich hasse diese blöden Ratten. Okay. For you. Good enough to eat. Spezialität für Maschinen, so. Juicy. Schnelleres Aufladen ist definitiv das Begehrenswertere. Es fühlt sich total bescheuert an, 1000 Gold zu haben, es nichts für nichts auszugeben zu können. Ah. Egal. Fang-bearing Cerberus directs all three of his attentions toward the Sator Sack. Nimm ihn dir und mach ihn kaputt. I can go. Sehr schön, okay. Gut. Nice night, no? Sieht für mich eher wie Tag aus, aber egal. The murderous wretches in my realm, all at my beck and call, yet still you made it here. Tja, da kann ich auch nichts dafür. Ich übertreib's mal wieder. When shall they ever learn? I'll not indulge such outbursts from you, boy. Okay, so kommen sie wenigstens alle zu mir. Krass. Also, dass das Spiel so viel Schaden machen kann, hätte ich nicht gedacht.
Bitte, bitte, bitte in Deckung bleiben. Krass. You tell no one at the house. Do you hear me? You're quite strong. Krass. Ich sollte vielleicht wirklich das Schild ein bisschen häufiger verwenden. Das war jetzt schon enorm krass. Hades. Ja, jetzt geht sie nochmal hoch, die Feder, ne? Damit sind wir bei 23%. Boah, okay. Prinz Zagreus proceeded onward toward a certain doom, entirely too graphic to describe. Ah. Da will ich mir jetzt gar nicht vorstellen, durch was du dieses Mal gestorben bist. Letztes Mal hast du ja die Bananenschale. Peinlich, peinlich sowas. I'm counting that one as a victory. Ja, natürlich kann man das als Sieg zählen. Warum denn nicht? Sehr gut. Boy. Wofür denn? Welcome home, boy. You're late for dinner. Or breakfast, or whatever blasted meal's next. That's all right, Father. I'm not feeling very hungry at the moment. I've asked repeatedly for the construction of a sundial, but every time they tell me no, can you believe it? Hm. Um ehrlich zu sein, glaube ich jetzt nicht wirklich, dass eine Sonnenuhr hier unten wirklich sinnvoll wäre. Miss Dusa, I, wanted to apologize for when I pried about your past. I just wanted to get to know you better, but I was insensitive and I'm sorry. Oh, Your Highness, Zagreus, come on. Don't even worry about it. I'd already forgotten. Really, no big deal. It's just the past me. It's as though it wasn't even me. This is me now. I'm glad I'm here. And I'm glad too. Sehr schön. Vlad, I heard from Nyx. She said that she was able recently to re-establish contact with Chaos, thanks to you. You're just full of surprises. Reforging old bonds between primordial gods like it was nothing. Oh, just took a bit of tempering with the sigil in the admin chamber. Whole bunch of darkness, too. But I could tell that Nyx and Chaos, they seem to really miss each other, to the extent they are able to miss anybody. I think they're plenty capable of missing their loved ones, lad. The amount of time that either of us have existed, it's nothing compared to either of them. I couldn't stand it. Yeah. Hey Orpheus, mate. I have something good for you right here. Ambrosia, all the way from the surface. I want you to have it. Ah, but this is splendid, Zagreus. And I must say, apart from my Eurydice, I've never felt as strong a bond of kinship as with you. You're too kind. Oh. Okay, bei dir wären wir dann auch fast voll. Die Decke ist auch fast voll. Und jetzt merke ich, dass uns mal wieder der Ambrosia ausgeht. Hätte ich nicht gedacht, dass uns tatsächlich mal der Ambrosia ausgeht. Huh. Hey Orpheus, you're back. How was your trip? I hope it was all right. Eigentlich hätte man das zuerst fragen müssen, Zagreus, aber okay. It was more than all right, my friend. Why? It was positively inspirational. But I've returned as promised to this house. My love is there, whilst my responsibilities are here. You sound despondent again, mate. You must wish you were there right now. I'm sorry you had to come all the way back. Oh, on the contrary, Zagreus. It dawned upon me that having some distance between my responsibilities and my domestic life, why, it is not so bad. Besides, Charon makes travel to and fro quite simple for me, really. Aww. Great to hear it. I can only imagine. Vielen Dank, Charon. Gut, dann dem Chef. Trade you these horrid things. Schlüssel und Edelsteine, sehr schön. Oh,
Ambrosia gegen 2 Diamanten. Diamant gegen 10 Nektar. Och, ist das alles so teuer. Fair and square. Mehr kann ich nicht. Ich meine, die Schlüssel brauche ich für sonst nichts mehr, aber die Edelsteine will ich mir eigentlich ein bisschen aufheben, damit ich, ja, das restliche Zeugs hier noch holen kann. Na gut, reden wir hier noch. I think I understand now, Nix. You've been here longer than the rest of us combined. You've seen this house go through a lot, even before Lord Hades took his place. I never should have doubted you. To doubt is an important instinct, Megara. Without it, we could not conceive of better circumstances than the ones we know. Besides, I am the Knight. Others shall always doubt me. You may doubt me again. I ask only that you heed well your intuitions from now on. I will. I promise, Nix. And if there's anything you ever need that I can do, well, please, just ask of me. I do know where to find you, Megara. Jetzt will ich mal so dreist sein. Ich müsste sicher ihr Spawnpunkt hierhin verschoben haben. Aber ich kann ihr trotzdem noch nichts weitergeben. Ach, das ärgert mich. Ich bin mir halt bei Mac leider immer noch nicht wirklich sicher, ob wir tatsächlich mit ihr vorangekommen sind. Na gut, na gut. Wie auch immer, wie auch immer. Gelemeus dürfte ja sonst nichts mehr zu sagen haben. Let's prattle more battle, boyo. Give me all you got. 16. Wer wäre jetzt mal wieder an der Reihe? You're no mere weapon, are you? Guan Yu. Varatha, reveal your secrets. What did you do, boyo? Ach, nur eine Version vom Speer hochgelevelt. Sonst nichts. Which one? Ich muss tatsächlich mal gucken, dass ich hier noch weiteres hochgelevelt kriege. Eine Beziehung. Ich habe tatsächlich das Ei auch noch nicht vollgelevelt. Okay. Naja, okay, darüber kann ich mir beim nächsten Mal Gedanken machen. An dieser Stelle mache ich dann mal wieder einen Cut. Das war's für heute mit Hades. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!